Vor 36.000 Zuschauern im Köln-Müngersdorfer Stadion benötigten die Gäste aus Kaiserslautern gerade mal 14 Minuten bis zur Führung. Vratislav Lokvenc, der Torschütze zum 0:1. Mit einem wunderschönen Treffer per Hackentrick ließ er Alexander Bade im Kölner Tor keine Abwehrmöglichkeit. Die Gastgeber erschreckend ideenlos kamen erst gegen Ende der ersten Halbzeit zu einigen Möglichkeiten. Die beste Chance vergab Christian Timm kurz vor der Pause. Doch die Mannschaft von Ewald Lien fand nicht recht ihren Rhythmus, Pausenstand also 0:1. Nach dem Wechsel die Kölner mit deutlich mehr Initiative, Arvelatze mit der Riesenchance zum Ausgleich. Doch viel mehr brachte der FC in der Offensive nicht mehr zustande. Dieser Schuss von Kreuz zählte schon zu den Großchancen. Doch Andi Brehme brauchte nicht wirklich zu zittern. Und 5 Minuten vor dem Ende wäre den Pfälzern fast noch ein zweiter Treffer gelungen. Mario Basler im Pech, doch das konnte ihm am Ende egal sein, denn Kaiserslautern schlägt den 1. FC Köln mit 1:0.